Ein herzerfrischendes Gugu an meine Zuschauer und Zuschauerinnen. Ich bin Wende für Gaming Secrets und es geht weiter mit Let's Play Assassin's Creed Rogue. Wir waren jetzt gerade dabei, Adewale umzubringen. Beziehungsweise wir haben sein Schiff schon mal unbrauchbar gemacht. Beziehungsweise er selbst, indem er es an Land hat laufen lassen. So. So, ihr seid eh kein Problem. Adewale wird, denke ich, ein Problem sein. Der steht hier einfach nur rum. Okay. Es müsste ich ja eigentlich ausnutzen, indem ich da einfach so eine Splittergranate reinhau. Ich muss ja für ordentlich Unruhe gesorgt haben, wenn ihr mich zu zweit jagt. Durchaus. Ihr wart schon viel zu lange ein Stachel in unserem Fleisch. Okay, ja, so wird's nix. Ich soll eurem Vater helfen. Er wäre beschämt zu sehen, was ihr nun seid. Wirklich? Ich wusste nicht, dass mein Vater Scham kannte. Redet nicht schlecht von eurem Vater. Wenn ihr nur halb so mutig wärt, wäre es ein Segen. Segen oder Fluch. Ich hoffe jetzt nicht, dass das doof war. Wenn nicht, dann muss ich halt. Dann muss ich halt noch einen Schlafpfeil reinjagen. Worauf schießt du denn da? Ich weiß jetzt nicht, auf wen du geschossen hast, aber. Irgendwer wird schon gewesen sein. Lol, was war das denn jetzt? Okay. So weit, so gut. Verdammt. Jetzt aber. So. Komm schon. Ihr sterbt als Verräter! Adewale hat mich entdeckt, ja. Das, haben wir klar. Okay, das war's schon. Hätte ich mir mehr erwartet. Vergebt mir, Adewale. Du redest von Vergebung, Kind. Die Hölle wartet auf dich. Dann betrete ich sie mit Stolz, wissend das Richtige getan zu haben. Es ändert nichts. Achilles hat bereits, was er braucht. Und ich töte jeden Mann, der ihn verteidigt, wenn ich muss. Es darf ihm nicht gelingen. Du bist jetzt ein Monster, Shay. Vielleicht ja. Kommt. Alles klar, tut mir echt ein bisschen leid um den Adewale, weil ich fand den eigentlich ziemlich cool, als wir den in Assassin's Creed Freedom Cry gespielt haben. Das ist ein Projekt, welches ich auf meinem Wendave-Account hochgeladen habe. Das hat mir auch ziemlich viel Spaß gemacht und war an sich eigentlich auch kein schlechter Assassin's Creed-Titel. Auch wenn es eigentlich als DLC gedacht war, jetzt aber dann doch ein Standalone-Game geworden ist. An diesem Punkt ist der Krieg noch nicht vorbei, aber die Franzosen haben ihren Schwung verloren. Die Templer können sich jetzt ganz auf die Assassinen konzentrieren. Mal sehen, welche Rolle Shay spielt. Mal sehen, welche Rolle Shay spielt. Hat er jetzt zweimal das gleiche gesagt? Okay, wo sind wir denn? Wir sind wieder in New York. Schön.
Wie steht es um die Vorläufersache? Wir sammeln Schiffe und Vorräte, aber es ist schwierig ohne ein bestimmtes Ziel. Ich habe Männer. Sie reichen, um eine Crew aufzustellen, Chevalier. Hope hat herausgefunden, wie man Franklins Experiment reproduziert. Schon bald kennen wir die nächste Vorläuferstätte. Und ihr seid sicher, das zu schaffen? Ich habe Augen und Ohren, Mentor. Das Gerät ist in Kürze fertig. Sehr gut. Berichtet mir. Okay, also es sind eigentlich alle... Wir müssen Hopes Versteck finden. Die meisten Banditen von New York gehorchen ja jetzt. Ich sollte zum Großmeister. So, das waren jetzt eigentlich alle Assassinen, die jetzt noch vom Orden übrig geblieben sind. Achilles, Hope, Liam und Chevalier, glaube ich, hieß der andere. Den wir gleich am Anfang unseres Abenteuers hier kennengelernt haben. Kann ich denn jetzt endlich mal das Gesundheits-Upgrade machen? Das wäre jetzt mal ganz toll. Yep, nice. Gut, was bräuchten wir denn für Gesundheitssteigerung 4? Ein Stoßzahn von einem Narwal und ein Schwarzwolfsfell fehlt uns noch. Okay. Gut. Jetzt weiß ich bloß nicht mehr, wie lange das Spiel geht. Sollen wir denn jetzt eher den Rest machen, was wir jetzt noch machen wollten? Oder sollen wir jetzt doch lieber gleich mit der Hauptstory weitermachen? Das ist jetzt eine schwierige Situation. Aber wir haben, soweit ich weiß, hier noch einen Schatz in New York. Den können wir theoretisch schon mal plündern, beziehungsweise ausgraben. Da bräuchte ich jetzt erstmal wieder einen Schmierzettel. Einen kleinen Moment, das haben wir gleich. So. 721. Und minus 270. Das müsste wieder irgendwo bei diesem Teich sein, denke ich. Schauen wir doch gleich mal nach. Der Teich ist hier oben. Was wäre denn das? Nee, das wäre falsch. Dann hier oben vielleicht? Irgendwo hier. So. Finde ich ein bisschen doof, dass man das hier nicht so direkt mit der Maus machen kann. 720. Das müsste ja irgendwo hier sein. 720 und minus 270. Okay, auf jeden Fall irgendwo in dem Gebiet hier. So, gleich habe ich die richtigen Koordinaten. Ja, das ist sogar fast richtig. Dann gehen wir da jetzt erstmal hin und holen uns den Schatz. Und mit der Hauptstory können wir ja dann in einer der nächsten Folgen fertig machen, beziehungsweise weitermachen. Genau, dann würde ich jetzt sagen, heben wir jetzt den Schatz und wenn ich eigentlich schon mal dabei bin, können wir auch noch die anderen Schätze heben. Ich meine, wir haben ja jetzt alle Templerkarten. Super, hier ist voll Sperrgebiet und ich laufe hier einfach durch. Naja, egal. Dann könnten wir uns die Templer-Rüstung holen. Jetzt haben wir ja die Templer-Kluft momentan. Aber diese richtige Templer-Rüstung, das wäre schon ein Reiz. So. Warum bin ich jetzt hier hochgeklettert? Ich weiß es eigentlich nicht genau. Das war eigentlich gar nicht so beabsichtigt, aber gut. Ach, wir waren schon ziemlich lang nicht mehr hier. Tut auch gut, mal wieder ein bisschen in New York zu sein. So. Müssen wir da echt so weit laufen? Ist New York wirklich so groß? Das kam mir nie so groß vor, als wir hier unterwegs waren. Noch ziemlich am Anfang des Spiels. Aber gut, da kann man es mal wieder sehen, dass wir uns da ein bisschen getäuscht haben.
eyes peeled, man. So, wir müssen auch noch unser Schiff fertig upgraden, fällt mir dabei gerade ein, wenn wir jetzt nochmal alles durchgehen, was wir eigentlich noch machen wollten, beziehungsweise erledigen wollten. Dann gehört ja das Schiff auch noch dazu, dass wir das komplett upgraden. Ich weiß jetzt bloß nicht, ob wir da schon alle Baupläne gefunden haben. Ich glaube schon. Da haben uns aber die Rohstoffe noch gefehlt, glaube ich. Kannst gerne herkommen. So. I got you. Gut, jetzt wird mir auch das mit der Templerkarte angezeigt. Da schaue ich jetzt nochmal kurz drauf. Also es wird mir ein Zaun angezeigt und eine Felsformation. Die müsste ja eigentlich... Oder sind das alles Felsen? Ja, ich würde schon sagen, ne? Oder sind das Büsche? Hier sind viele Felsen. Vielleicht ist es hier irgendwo. Ah, hier ist es ja schon. Nice. Okay. So, 10 Reliquien fehlen uns noch. Dann können wir uns endlich die Templerrüstung holen. Aber ich denke, ich mache das jetzt so, dass ich mir jetzt noch die ganzen Koordinaten aufschreibe, die wir jetzt hier noch haben. Die schreibe ich jetzt einfach alle zusammen. Und dann können wir in der nächsten Folge oder auch in der Folge noch ein bisschen anfangen, die ganzen Artefakte noch einzusammeln. Okay. So. Dauert jetzt einen kleinen Moment. Wir machen jetzt erst einfach mal alle für River Valley und dann alle für den Nordatlantik. Die werde ich dann separat aufschreiben. So. Gut, die hat man schon. Gut, dann Nordatlantik. Dann haben wir es gleich. Es müssten 3 Stück sein. 134 und minus 739. 784 und minus 480. Und 635 und minus 446. Waren das alle? Yep, das waren alle. Okay, gut. Welche wollen wir uns denn zuerst schnappen? Ich würde sagen, die im Nordatlantik, weil das sind nur 3 Stück. Dazu müssen wir aber erstmal wieder zu unserem Schiff zurück. Ich drücke mal wieder die falsche Taste. Das ist sehr suboptimal, was ich hier mache. Gut. Wir haben hier auch noch so einen Abfangauftrag. Den hatten wir vorher nicht. Deswegen würde ich sagen, holen wir uns den noch gleich mal. Machen wir hier eine Schnellreise hin und machen noch den Abfangauftrag, dann müssten wir mit New York aber eigentlich komplett fertig sein. Also wirklich komplett. Gut, wir können uns ja auch noch ein bisschen Geld abholen. Wenn wir schon mal hier sind, warum denn nicht? So, wo war jetzt hier dieser Abfangauftrag? Habe ich den jetzt auf der Karte markiert oder war ich zu doof und hab's nicht gemacht? Lässt sich ja ganz schnell rausfinden. Nee, habe ich nicht markiert. Siehst du? Gut, dass ich nachgeguckt habe. So. Da
Kann man mal wieder ein bisschen über die Dächer. Wir müssen sowieso auf dem Dach hoch. So. So, die Taube fangen. Das könnte jetzt wieder eine Herausforderung werden, wenn ich jetzt wieder die falsche Taste drücke. Gut. Dann gucken wir mal, wo ist denn unsere Zielperson? Hier habe ich schon mal eine feindliche Markierung. Soll wirklich hier irgendwo das Attentatsziel sein? Oder ist hier auf dem Dach? Den Köder schlucken, Held. Schnapp den Brüder! Alles klar, was soll das jetzt heißen? Ja, kann ich jetzt wieder mal was machen, bitte? Lol, hallo! So. So, du gehörst eigentlich nicht zur Bande dazu, aber du musst trotzdem sterben, weil du dich eingemischt hast. Ey, jetzt geh doch nicht weg! So, das war's. Wow. Nice, mein Feldzug. Und wir haben eine neue Kleidung. Die gefällt mir aber eigentlich nicht. Ich will meine alte wieder haben. Templer-Vollstrecker-Monitur freigeschaltet. Ja, recht schön und gut, aber die gefällt mir nicht. Ich will meine Templer-Kluft wieder haben. Dann können wir ja auch gleich mal gucken, ob wir jetzt hier schon neue Schwerter und so kaufen können und neue Pistolen. So, Monturen. Templer-Montur, die möchte ich haben. Ausgerüstet, okay. Dunkle Assassin-Montur, Kapitänsmontur. Hier können wir ja gleich mal schauen, ob wir jetzt hier die eingeborenen Rüstung tragen können. Yep. Genau, die wollen wir ja uns noch holen. Gut, Schwerter und Dolchsätze. So. Offiziersschwerter haben wir, Bastardschwerter, Gouverneurschwert, Jagdsäbel. Aller Flottenmissionen. Ja, das müssten wir uns holen, Alter. Ihr Schwert. Das würde... Es wäre um einen schneller und würde einen Schadenspunkt mehr anrichten. Alle Flottenmissionen. Jetzt habe ich ja immer noch die Vollstreckermontur. Die will ich doch nicht haben. Die ist doch nicht ausgerüstet. Dann machen wir es halt eben so. Ist sie jetzt wirklich ausgerüstet? Schauen wir mal. Das ist schon wieder die Vollstrecker-Montur. Oh Mann, das nervt mich jetzt richtig. Ich wollte die doch gar nicht anziehen. Jetzt sehe ich voll affig aus. Naja gut, es gibt Schlimmeres. Das können wir ja beim nächsten Mal auch noch umändern. Aber gut, ich würde sagen, wir machen jetzt hier einen Schnitt.
Ich hoffe, euch hat's gefallen. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zur nächsten Folge. Ciao.